Octavius. Ich möchte die direkt nördlich von mir beschießen, vollautomatisch. Das ist kurz für meinen Bolter. Das sind möglicherweise nur 3 Treffer. Ne, es sind doch noch 4. Okay, ist wie gesagt noch Horde oder ja, meinetwegen einzelne Kämpfer, die weichen nicht aus und dementsprechend zerspritzen sie durch deine Boltgeschosse weiter am Strand. Soll ich Schaden auswürfeln oder? Ich glaube, das brauchst du im Prinzip nicht. Du musst halt deinen Schaden machen, du kommst durch die Rüstung mit deinem Boltgeschoss eh durch. Also die zerfetzen, das ist einfach das Armablast. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir noch Tordal. Vor dir kippt der Maschinenpriester mit tödlichen Schüssen in seiner Brust hinten. Irgendwie einer der Servorarme, die da wohl noch ein bisschen zucken und du kannst die Kettenaxt noch weiter laufen hören. Währenddessen kannst du sehen, wie weitere Phantomklingen nach dir gestochen werden und grüne Laser, die wohl in deine Richtung fetzen. Ich muss mich erstmal um die 4 Gruppen da um mich herum weiter kümmern, solange die da mit den komischen Zahnstochern nach mir stechen. Und muss ich mich erstmal weiter um die kümmern. Also weiterhin die 3 Angriffe. Mit Gebrüll stütze ich mich auf den nächsten, der würde treffen. Ich mache das jetzt mal anders. Da. Du musst im Prinzip auch nur treffen. Schaden brauchen wir im Prinzip für die nicht. Okay, gut, dann brauche ich eigentlich auch. Ja, dann treffe ich, wie gesagt. Die 86 reicht nicht. Dann kommt jetzt die Kettenaxt, die wird noch treffen. Gut, dann sind das 2 weitere, die deinen Klingen zum Opfer fallen. Aber ich habe noch welche. Und ich bin dran. Phantommesser. Irgendwann krittet dich mal einer. 14, getroffen. Ja, und dann versuche ich zu parieren. So. Würde das passieren und ich würde ihm dann halt direkt... Angriffe mit dem Phantommesser verfügen über die Eigenschaft Warp-Waffe. Was bedeutet Warp-Waffe? Angriffe... Aha, das wird jetzt übel. Genau, da muss ich jetzt... Die ignoriert Rüstung. Das ist aber nur beim Schaden relevant. Also er kann ihn trotzdem parieren. Den habe ich pariert und ich schaue ihn jetzt meine Klinge direkt dagegen. So. Ach so, bei Phasen verschoben darfst du, glaube ich, nur erschwert parieren, ne? Ja. Ich glaube, das ist nicht relevant bei Warp-Waffen. Bei Warp-Waffen, ja, aber bei Phasen verschoben, das ist dann später. Ach so, ja, das kann sein. Dann treffe ich nicht mehr, weil dann kann ich auch nichts parieren, weil dann wandert er ja durch. Aber jetzt ist ja nicht phasenverschoben, der ist ja. Nee, genau. Und somit konnte ich dann definitiv parieren mit der 16. Und mit der 5 würde ich auch treffen. Okay, dann fällt ein weiterer Kultist. Dann hast du noch einen mit deiner Warp-Klinge vor dir. Ich habe aber noch Desintegrator-Gewehre, die auf Octavius schießen. 27 getroffen. Na, da versuche ich auszuweichen. Jo. Schade. Weißt du was? Ich habe einen Schicksalspunkt von Fanny Surbright, denn er ist vom Schicksal berührt. Auch wenn er selbst schon gestorben ist, wird er für seine Männer von Tech jetzt seinen Schicksalspunkt benutzen. Würfel die 9 doch nochmal. Oh. Schon fies, wenn es dann um selbst passiert, oder? Ja, 17. Ja. Reicht. Ja, du stolperst ein bisschen durch das Wasser und kurz bevor dich einer dieser, der das Strahlen am Keramit trifft, kannst du dann wohl noch kurz sehen, wie Tordals Arm dich packt. Weiß nicht genau, wie er seine beiden Klingen da irgendwie auf einer Hand dann vereint hat. Packt dich kurz, bevor du in den Strahl reintaumelst und kannst ihm dann noch zunicken, bevor er dann wieder mit seinen beiden Händen zupackt und sich dann dem letzten Ketzer nähert mit gezogenen Kettenäxten und dann herumwirbelt. Ja, im Prinzip können wir, glaube ich, auch hier den Kampf abbrechen. Arminius kann sich unten das U-Boot besehen oder aber auch dann wieder nach draußen springen. Währenddessen können Bruder Octavius mit Bolter und Tordal mit seinem Sprungmodul sich durch die Ketzer hindurchfräsen. Arme, die abgeschlagen werden, Beine, die auf den Strand segeln. Und dann ist einer nach dem anderen dieser militanten Rebellenkultisten tot. Ob sie wiedergeboren werden, entscheiden andere. So könnt ihr euch am Strand sammeln. Brüder, lasst uns diese
Ketzer auf einen Haufen werfen, sodass sie nie wiederkommen. Und anzünden. Bruder Arminius, hast du das U-Boot sichern können? Ihr hört Arminius etwas verzerrt, da euch ist relativ viel Metall zwischen euch und ihm ist. Das Boot ist gesichert. Wir sollten uns auf den Weg machen. Er selbst steht unten in der Kommandozentrale auf der Brücke, wie auch immer man es nennen möchte, und wedelt ein wenig mit dem Kontrollstab der Servitorenmannschaft hin und her und versucht sie irgendwie an die Station zu buxieren, in der Hoffnung, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Die Ketzer sind vernichtet. Wir kommen zu dir. Tordal, wir haben keine Zeit, die Ketzer zu verbrennen. Lass uns nur auf die Anführer den Kopf zertreten und dann abmarschieren. So sei es. Ja, und ich würde dann einfach mal auf den Kopf beim Vorbeigehen des ketzerischen Mechanikus eintreten, bis er dann zertrümmert ist und dann Richtung Schiff stapfen. Ja, ich nehme den Kopf von diesem Kerl, den ich am Anfang gekillt habe, diesen Fainir Serbright. Ja. Ja, und so könnte. Der hat ein Ablenkungsfeld. Das ist so eine Art Schutzschirm, ne? Ja, richtig, genau. Also du kannst ihn hier betrachten und findest wohl neben seiner Aramid-Rüstung, neben seinem Desintegrator-Gewehr und der Phantomklinge, kannst du auch noch ein kleines Xenos-Relikt finden. Du berührst es kurz, streichst wohl drüber, willst, ob man das jetzt mitnehmen soll, in der Inquisition übereignen, ob es einfach verbrannt wird mit einem großen Schlag aus dem Orbit. Ploppst einmal, du hast irgendeine Rune wohl aus Versehen berührt, ploppst 5 Meter neben dem Zelt auf und wurde das wohl irgendwie kurzzeitig versetzt. Ah, eklig. Aber ich pack das trotzdem ein, aber ich will es auf keinen Fall mehr berühren. Irgendwie in einen Beutel oder sowas. Damit soll sich die Inquisition auseinandersetzen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Artefakte für die Inquisition zu bergen. Unsere Aufgabe ist es, den verderblichen Einfluss der Xenos auszumerzen, wo auch immer wir ihn finden. Vernichtet es und lasst es gut sein. Sieg. Xeno-Artefakte zu analysieren und Verteidigungsstrategien dagegen zu entwickeln, sind von Vorteil. Schaust du dich sonst noch im anderen Zelt um oder gehst du einfach dann raus? Oder beziehungsweise rein ins U-Boot? Also wenn ich so und so schon direkt neben dem Zelt stehe, weil da ja die Leiche liegt, dann werfe ich auch mal einen Blick rein, aber wirklich nur einen Blick. Ja, du kannst sehen, wie da wohl Waffenkisten herumstehen, Feldbetten, ein großer, blutverklebter, hölzerner Pfosten, der wohl das Zelt nach oben hält. Und wohl ehemalige metallene Fesseln, die wohl an diesem Pfosten dranhängen. Oder ist jetzt auf kein Gefangener mehr? Nee, mittlerweile nicht mehr. Das sieht auch schon ziemlich alt aus. Also vor langer Zeit wurde hier wohl irgendwann mal gefoltert. Du kannst einen Datenkristall auf einem der Tische entdecken. Okay, den Datenkristall nehme ich mit. Ja, der enthält wohl, das ist Standard imperiale Technologie, irgendwelche Bildaufzeichnungen. Kannst du dann in deinen Helm laden für später oder für jetzt? Nee, das mache ich erst später. Ich will den nur einstecken und dann schnell wieder hier weg. Und vielleicht sollte ich eine Fragmentgranate opfern, um diese Munitions- oder Waffenkisten in die Luft zu jagen. Ja, sicherlich einiges an Xenotechnologie, die du da mitnehmen könntest. Ja, das mache ich. Gut. Und dann im Laufschritt zum U-Boot. Ja, ich stapfel auf dem U-Boot zu Bruder Arminius. Sehr wahrscheinlich das Loch, was er mittlerweile in der Rüstung hat, weil das hatte er vorher definitiv nicht. Bitte, achso. Jedenfalls habe ich das schon mitbekommen, dass du jetzt ein Loch in der Rüstung hast. 2 Stück. Sogar 2 Stück, okay. Musst du dich ein wenig? Ich bin nicht sicher, welche Informationen dem Inquisitor vorliegen, weil ich bin mir reichlich gewiss, dass Dark Angels nicht solche Muster an Rüstung tragen, sagt er mit einem Nicken den dunklen Gang hinab. Oh, bist du einer unserer ketzerischen Brüder begegnet? In der Tat. Haben die Servitoren Anstalten gemacht, dieses Boot bedienen zu können? Denn ansonsten hängen wir jetzt hier fest. Also es gibt eine ganze Menge an Servitoren, aber... Ich meine die wir mitgebracht haben. Die du mitgebracht hast? Pff, die Unterseemannschaft. Ja, da will ich Deckgebrauch haben.
Irgendwann muss das mal einer von uns lernen, Brüder. Irgendwann, einer von uns kann das ja, er ist noch nie hier. Ja, ja, ja. Ah, komm, faten wir das. Ja! 14. Ja! Geht doch. Hallo, Mann! Ich würde es gerne auch mal versuchen. Imperator beschützt. Der Imperator führt. In diesem Fall beschützt er diesen Kontrollstab davor, von uns zerbrochen zu werden. Ja, du drückst irgendwie völlig genervt deine Runen an dem Helm und wedelst mit diesem Kontrollstab hin und her. Hast schon den einen oder anderen Servitor von dir erschlagen. Drei Stück, die da jetzt noch irgendwie reglos umher schweben und darauf warten. Und irgendwann kannst du sehen, wie einer der Servitoren, Licht geht von rot auf grün und dann schreitet er auf seinen merkwürdigen platten Füßen, teilweise auch mit so Antigraf-Technologie, schweben sie dann an die Bedienpulte. Und ja, an ihre Steuergeräte. Ich bin an Bord. Soll ich die Schleuse schließen, Bruder? Wir scheinen uns in Bewegung zu setzen. Ja, dann mache ich das. Die Schleuse schließen. Ich würde mir einfach gerne mal jetzt den toten Ketzerbruder anschauen, auch wenn ich keine Ahnung habe. Arminius tippt währenddessen mit dem Stab noch irgendwie auf einem Kartenbildschirm in etwa dahin, wo die Koordinaten auf dem Datenpad das anzeigen. Und hofft, dass wir uns schon in die richtige Richtung bewegen. Ja, dann muss ich bitte mal auch den toten Space Marine angucken. Verbotenes Wissen, Chaos Space Marines. Ich habe leider kein verbotenes Wissen zu Chaos Marines, oder? Moment, das kann ich gar nicht lernen. Ich glaube, das kriegen wir nicht standardmäßig bei der Death Watch. Space Wolves können das, glaube ich, lernen. Ja, aber ich kann es doch nicht lernen. Ich habe nur Chaos Marines gelernt. Das war das Einzige, was ich schon lernen konnte. Also du weißt, wie man gut Schaden gegen sie macht, aber du weißt nicht genau, was das für ein Orden ist. Ja. So dieses ja, grün-violett, das könnten vielleicht ja die Söhne von Horus sein oder so, auch wenn sie mittlerweile schwarz tragen, aber wenn er wirklich aus dem 30. Jahrtausend kommt, einer von den Sons of Horus vielleicht. Alles, was wir wissen müssen, ist, dass es ein Ketzer ist. Alles andere ist irrelevant. Gut, der hat ein Energieschwert gehabt, ja. Ihr könnt uns auf halbe Intelligenz würfeln, wenn euch das fehlt. Gestatte ich. Ja, aber ich kann es ja nicht drauf. Hab's ja nicht gelernt, aber ich kann gerne mal drauf. Nö, ich habe keine Ahnung. Ich denke gar nicht erst drüber nach. Ja. Erzählst du denn, dass er den Schlachtruf für den Imperator gewählt hat? Ich hab's geschafft. Die 5. Nö. Also ich denke nicht, dass das als weitergebenswürdige Information bei Arminius angekommen ist. Aber wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall geschafft mit einer 5. Ja. Also du meinst, dass du wohl mal in alten Archiven die Rüstung nicht unbedingt von der Farbe, aber vielmehr von der Heraldik gesehen hattest. Das sind keine Schlangen, sondern es ist eine Hydra. Das könnte einer von diesen Alpha-Legionären sein, die 20. Legion. Du weißt nicht genau, was deren Aufgabe ist. Du hast doch mal gehört, dass die vielleicht loyal sein sollen, aber naja gut, er hat jetzt definitiv Chaos-Dinge getan und läutet dir nicht ganz ein. Du bist ein bisschen verwirrt. Das teile ich meinen Brüdern natürlich mit. Bin mir definitiv aber nicht 100% sicher. Sind halt Gerüchte aus vergangenen Tagen. Und naja, es sind definitiv keine Dark Angel. Würde zumindest euren Apothekarius freuen, wenn ihr es ihm beibringen könnt, während er dort oben irgendwie im Thunderbird auf den Inquisitor aufpasst. Er wird sich freuen, wenn er alleine mit einem Dark Angel im Raum aufwacht. Oh ja. Ja. Aber ich gucke auf jeden Fall mal an dem Toten, der vielleicht den Schlüssel hat, den wir suchten. Ja, du kannst ihn untersuchen. Tatsächlich, er trägt wie jeder andere Astartes-Krieger auch eine, gut, sie ist ein bisschen alt, wie gesagt, Mark IV-Rüstung wurde halt zu Zeiten von Horus getragen und ihr habt mittlerweile irgendwie eine Mark VII, also schon wesentlich verbessert. Aber er hat einen normalen Astartes-Bolter, eine Boltpistole, ein Kampfmesser, alles sehr veraltet und eine Tarntechnologie, mit der er sich wohl und seine Rüstung verändert hat. Ist irgendwie so ein Multischlüssel. Er hat Geräuschdämpfer an seiner Rüstung, ist definitiv Spionage-Ausrüstung, würdest du sagen. Okay. Und du kannst eine
grüne mit ja, schwarzer Stein und grüne Runen darauf erkennen. So eine Pyramide. Ich gucke zu meinen Brüdern. Könnte das der Schlüssel sein? Ich habe hier was gefunden. Das könnte der Schlüssel sein. Aber es ist nicht, aber weil ich dunkel erinnere, sollte es, glaube ich, rund sein und nicht pyramidenförmig, oder? Er hat es als rund beschrieben. Und dann frage ich mich, was dies schon wieder ist für eine Folge. Ich habe auch etwas am Strand gefunden, ein Datenkristall. Gibt es hier ein Abspielgerät? Wir werden nicht den ketzerischen Datenkristall in das Gerät, die Gerätschaft des U-Bootes einführen, mit dem wir fahren. Ja, also U-Boot wäre natürlich eine Möglichkeit, oder aber dein Helm. Ich möchte stark davon abraten, aber tu, was dich glücklich macht. Also ich denke, dass da Informationen drauf sein könnten, die relevant sind, aber dein Einwand mit dem U-Boot, das sehe ich auch so. Vielleicht gibt es ein Abspielgerät, das nicht mit dem U-Boot verbunden ist. Wie wäre es? Und man sieht ihm wirklich das Gesicht an, der jetzt mehr oder weniger angewidert ist, allein die Gedanken im Kopf zu haben. Vielleicht hat er irgendwo ein Gerät, womit wir es projizieren können. Du meinst unser verdorbener Bruder? Ja, allein der Gedanken ist schon. Boah. Aber so könnten wir uns und unsere Rüstungen schützen vor der Verdorbenheit des Chaos. Ja. Ich werde ein bisschen im U-Boot rumwandern, ob ich irgendwo ein Abspielgerät finde, das... Und wie wäre es mit einem der Servos? Ja, vielleicht im Zweifel könnten wir diese einfach erschlagen. Nun gut, dann tut es. Also, Octavius, wenn du auf der im U-Boot herumläufst, kannst du auch bemerken, dass es wohl einen letzten verschlossenen Backbord-Lagerraum gibt, der wohl verschlossen ist. Der lässt sich natürlich auch öffnen. Ihr habt die Kontrolle über die Schotten. Könntet ihr von der Brücke aus machen, aber der ist bisher verschlossen und noch nicht kontrolliert worden. Ist da ein Sichtfenster? Kann man da reingucken? Ah, da kann man nicht reingucken, nein. Dann sage ich mal über Vox, ich habe hier einen verschlossenen Raum gefunden an Backbordseite. Habt ihr den schon überprüft, Brüder? Nein, dazu kam ich noch nicht. Guck zu Bruder Aminius. Ja, schüttelt den Kopf. Dann verschafft euch Zugang und berichtet. Bruder Tordal, unterstützt du mich? Aber natürlich. Ziehe ich schon wieder eins meiner Kettenschwerter sicherheitshalber und stapfe erstmal zu Bruder Octavius. Ja, also ich werde den Raum dann öffnen, sobald Bruder Tordal in Position ist, damit er gleich auf Gefahren reagieren kann. Ja, du kannst den Befehl an die Servitoren geben. Du siehst dann, wie sie eben von der Brücke aus die Schotten öffnen, die dann langsam quietschend aufschwingen. Und du kannst darin Kultisten erkennen, die dort auf Knien sitzen und beten. Ja. Quatschen wieder irgendwas von den Wiedergeborenen, von den Totgeborenen. Als ich diese Worte höre, stürze ich mit dem zweiten gezogenen Schiff einfach rein und naja. Allein dieser Frevel auf dem Bord und unsere Beschiffung jetzt ist etwas, was ich nicht unterstützen kann. Ich stelle mich in die offene Luke und stelle sicher, dass keiner fliehen kann. Und lass meine kreischenden Kettenschwerter und die Kettenaxt ihr Part des Imperators vollbringen. Ja, ich will später meiden, mit dem Boulder im U-Boot zu schießen, nicht, dass ich einen Fehlschuss habe und das U-Boot beschädige. Und deswegen lasse ich mal Tordal die ganze Arbeit vollbringen. Ja, sie wehren sich auch nicht. Sie scheinen euch auch gar nicht zu realisieren. Und so könnt ihr sie weiter auf den Knien hinmachen. Ich hasse sie. Ekelhafte Brut. Was euch auffällt, ist, wenn ihr zwischen den Leichen umher steht, einer von ihnen hat wohl ein rundes, grünes Objekt fallen lassen, was ebenso mit Runen beschrieben ist.
Und wenn ihr dann mit einem Tuch oder so etwas danach greift, um es selbst nicht zu berühren, könnte euch auch auffallen, dass wohl keiner von den Leuten hier über Mutationen verfügt oder generell irgendwelche Chaos-Male. Ja, es sind Xenos-Ketzer. Keine Leute, die wohl der Chaos-Herrschaft aus den Charon-Sternen oder sowas angehören. Egal. Trotzdem Heretiker. Das auf alle Fälle. Und ja, ich reiß mir dann so eins von diesen Gewänden ab, wo ich ja nichts drauf sehe, irgendwelche Runen oder so weiter, und greife dann nach diesem bunten Gegenstand, halt den so ein bisschen vor mich und guck, ob das in Endeffekt zu dem passt, was wir beschrieben bekommen haben, und gehe dann erstmal mit vorsichtigen Schritten auf Octavius zu. Das könnte der Schlüssel sein, Bruder. Das dachte ich mir auch gerade. Bewahre ihn gut. Ja, ich werde jetzt darauf aufpassen. Mit dem Segen des Imperators werde ich ihn nicht fallen lassen. Und mit meinem Leben beschützen. Da habe ich zwei von diesen Artefakten schon. Und steck mir den dann eingepackt zusammen mit dem anderen. Vorbei getrennt, dann ein komisches Dreieck habe ich mir auch erstmal eingesteckt. Habe ich mittlerweile irgendwo ein Abspielgerät gefunden? Du kannst den Helm von dem Ketzer nehmen. Du kannst deinen eigenen Helm nehmen oder das U-Boot. Wir nehmen nicht das U-Boot. Ah ja, gut, dann nehme ich den Helm von dem Ketzer. Setzt du ihn dir auf den Kopf? Muss das sein? Kann ich nicht auch irgendwie den Helm nur in der Hand halten? Du musst in die Linsen reinschauen können von innen. Ja, aber wenn ich den so in der Hand halte, dass ich so schräg in den Helm reingucken kann. Vor allem, geht das überhaupt? Muss der Helm nicht mit der Rüstung verbunden sein, um überhaupt Energie zu haben? Ah, das kann auch sein, ja. Würfel mal Tech-Gebrauch. Nee, es ist so schön, wenn man Tech-Marines dabei hat. Nicht mit dem Ketzerhelm, das ist ja noch ekliger. Ja. Ich habe auch gerade erst gedacht, dass das funktioniert. Nee, das ist logisch. Du musst ja definitiv auch erst mit der Rüstung verbunden sein. Ist ja nicht mit deiner Rüstung synchronisiert. Ich gehe davon aus, dass der Maschinengeist meiner Rüstung jegliche Ketzerei besiegen kann und schaue mir einfach den Datenkristall in meiner Rüstung an. Also ich hoffe, dass dein Maschinengeist dir dafür erstmal die Luftzufuhr abdreht. Aber ich sitze hier ja nicht am Drücker. Auf jeden Fall, bevor du das machst, neben dich mit tatsächlich gezogener Waffe für den Fahrradkette. Ja. Arminius hat sehr, sehr, sehr locker, aber nichtsdestotrotz außerhalb ihres Magnetholsters die Boltpistole in der Hand. Euer Vertrauen ehrt mich. Nein, wir vertrauen dir, aber wir vertrauen nicht dem Chaos. Und ich stehle mich gegen sämtliche Einflüsse, die da kommen mögen. Der Allvater wird uns auch beschützen. Doch er rät mir dazu, stets wachsam zu sein. Und ich würde mich niemals gegen den Allvater stellen. Nach den Lehren des Codex Astartes sind Informationen der Sieg. Deswegen gehe ich dieses Risiko ein. So sei es. Der Imperator beschützt. Ich suche gerade mal die Wahnsinnstabelle. Ja, vielen Dank. Du musst aufpassen, es gibt zwei. Eine ist für im Kampf, eine ist für außerhalb des Kampfes. Wie sieht das eigentlich aus mit Waffen von den Ketzern? Würden Space Marine die auch sammeln oder würden die einfach zerstören? Das sind Chaos Astartes Bolter. Also du kannst davon ausgehen, dass die jetzt, nachdem das Tarnfeld kaputt ist, auch chaotisch pervertiert aussehen und dementsprechend zertreten gehören. Okay, nee, das war tatsächlich eine Sache, die ich OT tatsächlich nicht wusste. Ich gehe jetzt davon aus. Wenn die Inquisition irgendwas haben will, muss sie ihre eigenen Cleaner losschicken. Ist nicht unser Job. Nee, es war nur Interesse. Selbst der abgehärteste Verstand eines Space Marines ist nicht gegen die schlimmeren Schrecken der Galaxis immun. Ja, aber sie kriegen halt nicht diese seichte Out-of-Combat-Angsttabelle. Hast du keine Wahnsinnspunkte hier? Doch, Wahnsinnspunkte kannst du kriegen. Okay, gut. Nur das äußert sich halt in Primarchenfluch und nicht in anderen Dingen. Was hat denn die Ultramarines als Primarchenfluch? Dass ich ständig Anführer sein will, sowas. Wow. Fight me, komm, fight me.
Gib mir mal einen Angstwurf, beziehungsweise auf der Schocktabelle einen Widerstandswurf. Was mit WK, ne? Widerstandskraft, ja. Das ist die geistige, der geistige Widerstand und nicht der physische. 80, das sieht nicht gut aus. Du bekommst 1W5 Wahnsinnspunkte durch korrumpierten Maschinengeist. Boah, das ist richtig viel, ne? Das geht eigentlich. Jedes Mal, wenn du die Grenze von 10 Wahnsinnspunkten überschreitest. Oh, du hast jetzt mit Chaos zu tun, dann kriegt man auch Wahnsinnspunkte. Okay. 3. Okay, du speichst die Daten von dem Datenkristall in deinen Helm ein und kannst dann vor dir erkennen, wie dein Bild, die Helmlinsen, dir das Innere des Zeltes zeigen. Du kannst sehen, ein Mann mit sorgfältig gestutztem Bart steht da wohl an diesen Holzbalken angekettet und eine große Gestalt kommt auf ihn zu. Er hebt sich bedrohlich die Rüstung von einem Dark Angel, der dort mit seinem Energieschwert steht. Der Mann nimmt seinen Helm wohl nicht ab, wirkt wohl aber relativ ruhig für einen solchen korrumpierten Chaos Space Marine. Wir haben beide die Möglichkeit, einander Schwierigkeiten zu bereiten, Inquisitor. Ihr könntet mich eine große Menge Zeit kosten. Zeit, die ich lieber nicht vergeuden möchte. Und ich könnte euch eine Menge eures Fleisches kosten, von dem ich ebenfalls davon ausgehe, dass ihr es lieber nicht vergeuden möchtet. Ich schlage euch also vor, dass wir beide dieses Zelt ohne sinnlose Opfer bringen zu müssen, verlassen. Sagt mir einfach, wo ich die Xenos-Monolithen finden kann. Du kannst sehen, wie wohl diese Aufzeichnung vor 10 Monaten aufgezeichnet worden ist. Das sagen wohl die Datenruhen unten. Dann springt das Bild einmal und du kannst sehen, wie du wohl vor 4 Monaten bist. Das Bild zeigt jetzt dasselbe Zelt. Der Mann ist deutlich bärtiger. Metallgitter stehen vor dem Zelt und der Mann, Handgelenke wurden wohl angeschmiedet. Sein Körper ist ausgemergelt, blutiger Leib. Du erkennst auf alle Fälle, das ist wohl der Inquisitor Zeil, ist, den ihr suchen solltet, den ihr auch gefunden habt. Er hat wohl sein Versprechen gehalten, dem Verräter Marien, zumindest bisher noch nichts gesagt. Da kannst du wieder wohl erkennen, dass der Peiniger das Zelt betritt. Und er hat wohl einen undefinierbaren, runden Gegenstand in den Händen. Wirft ihn vor die Füße der Inquisition, von dem Inquisitor. Und wenn er ihn vor dem Inquisitor auf die Füße wirft, kannst du wohl erkennen, dass es sich dabei um den Haupt einer Frau handelt. Ein Schädel, einen abgeschlagenen. Kannst auch noch die Wunden von einem Kettenschwert daran erkennen. So, das war die letzte. Sie hat mit ihrem letzten Schrei etwas Interessantes erwähnt. Sie meinte, dass das Siegel, das ihr zerstört habt, sei nicht das einzige Exemplar gewesen. Erzählt mir also von dem zweiten Schlüssel.